Salam Kitchen ist ein privat wirtschaftlich geführtes Restaurant. Die Idee dahinter ist, etwas zu erschaffen, was es so in der Form hier auf der Straße oder in Münster noch nicht gab. Das heißt, wir haben hier ein Restaurant geschaffen, was nicht speziell in eine kulinarische Richtung geht, sondern wir haben den Mittleren Osten, also wir haben das Ganze kombiniert und in einen Topf geschmissen und uns so die besten Sachen aus den verschiedenen Regionen rausgesucht und zusammengeholt, und das präsentieren wir hier. Aus meinem persönlichen Hintergrund hatte ich oft das Problem, wenn ich mit Familie, Bekannten, Freunden essen gehen wollte, hatten wir immer das Problem, ein Restaurant zu finden, wo auch meine muslimische Familie und ich bedenkenlos alles essen können. Uns war es sehr wichtig, hier Halal-Food anbieten zu können. Das bedeutet, wir haben Fleisch auf der Karte, was nach muslimischen Richtlinien geschlachtet wurde, sodass hier jeder Moslem bedenkenlos essen kommen kann. Wir haben auch einen Mix im Restaurant, und zwar sind wir nicht nur das privatwirtschaftlich geführte Restaurant, sondern bieten hier so eine Art Praktikum an. Das Ganze wird getragen von einem Bildungsträger, der Geber, die uns ermöglichen, quasi hier tagsüber 15 Flüchtlinge 4 Monate am Stück zu beschäftigen. Das bedeutet, die bekommen 3-4 Stunden am Tag Sprachunterricht und im Anschluss daran ein bisschen Praxisunterricht von uns. Das heißt, wir zeigen denen, wie funktioniert Arbeiten in der Gastronomie in Deutschland von A bis Z. Das heißt, es ging los mit Hygienevorschriften und ein bisschen Vokabular. Und mittlerweile helfen die uns auch ein bisschen im Tagesgeschehen, in der Vorbereitung für die Küche und hoffentlich bald auch ein bisschen im Service im Laden. Und Ziel des Ganzen ist es eben, nach diesen 4 Monaten die Teilnehmer in eine Ausbildung zu bekommen. 2 davon werden wir selber übernehmen, werden natürlich aber versuchen, die restlichen Teilnehmer in anderen Betrieben über Vitamin B und interessierte Gastronomen weitervermittelt zu bekommen. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr noch nie arabische Küche gekostet habt, euch vielleicht einen Vorspeisenteller zu bestellen, so wie den hier. Da habt ihr viele Kleinigkeiten drauf. Wir haben hier Hackbällchen drauf, wir haben Tabouleh drauf, das ist ein Salat. Wir haben Labneh, einen hausgemachten Frischkäse drauf, natürlich Hummus, ein bisschen Hühnchen, also ein bisschen was von allem. Das ist zum Probieren genau das Richtige.